Guten Morgen, willkommen zu Sonntags. Egal, welches Verhältnis wir zu unseren Familien haben, das Weihnachtsfest, das hinter uns liegt, wollte eigentlich niemand von uns wirklich allein verbringen. Viele beklagen ja heute, der Zusammenhalt der Familien würde nicht mehr funktionieren. Sind wir einsamer als früher? In der Vorweihnachtszeit hat der Werbespot einer deutschen Supermarktkette für ziemlich lebhafte Diskussionen gesorgt. Ganz gezielt wurden da unsere Ängste, aber auch unser Mitgefühl als Mittel zum Zweck eingesetzt. Also nüchtern betrachtet ist das, was der Opa in dem Werbefilm macht, Erpressung. Und trotzdem, haben wir nicht alle Sehnsucht nach der idealen Familie? Unsere Reporterin hat eine Großfamilie in Witten besucht. 4 Generationen, die alles geben, um zusammenzuhalten. Ja, aber was, wenn keine Familie da ist? In Deutschland, so sagen die jüngsten Statistiken, leben zurzeit fast 16 Millionen Menschen allein in einem Haushalt. Das ist fast jeder Sechste. Wir stellen Ihnen jetzt einen ganz besonderen Verbund von Single-Haushalten vor, einen Beginenhof. Eine Wohnform, die auf das Mittelalter zurückgeht, als sich fromme Frauen zu Wohngemeinschaften zusammengetan haben. In Deutschland gibt es heute 13 Beginenhöfe. Auf diese Idee muss man erst mal kommen. Zum Sonntagsbraten kann Walter Balte sich nicht mehr einladen, aber er erinnert sich noch gern an die Zeit. Für 100 Sekunden Leben war unsere Reporterin in Frankfurt und hat einen Mann angesprochen, der allein am Mainufer stand.